Na, wer erinnert sich noch an ihn? Das ist Franz-Peter Theberts von Elst, besser bekannt als der Protzbischof von Limburg. Richtig berühmt geworden, auch unter den Nichtgläubigen, ist er durch seinen verschwenderischen Lebensstil. Denn auf Kirchenkosten zu fliegen und seine Residenz für mehrere Millionen Euro zu verschönern, ist vielleicht doch etwas übertrieben. Knapp 10 Jahre ist das Ganze jetzt her. Bei Hessenschau das Thema schauen wir, was macht der Protzbischof eigentlich heute? Es hatte so schön angefangen, damals 2008. Als jüngster Bischof Deutschlands kam Franz-Peter Theberts von Elst mit 49 Jahren nach Limburg. Wenn man heute die Limburger fragt, woran sie sich erinnern, dann vor allem an das. Dass er sich eine goldene Badewanne dahingestellt hat. Also ich habe jetzt immer nur noch die goldenen Wasserhähne und sowas in Erinnerung. Ja, die Badewanne ist so ein bisschen zum Symbol geworden. Doch siehe da, die ist gar nicht gold. Ja, das ist sie. Schlicht weiß, also es gibt keine goldenen Wasserhähne. Das ist in der Tat ein Bauteil, das ziemlich aufgepusht wurde. Doch auch wenn die Badewanne nicht aus Gold ist, hat sich der Bischof auch sonst nicht lumpen lassen. Zum Beispiel sind die Türklinken der Residenz in Pfauenform. Denn der Pfau steht für Hochmut und Eitelkeit. Und das hat der Bischof sich mit seinem protzigen Lebensstil anscheinend auf die Fahne geschrieben. Doch genau dieser Lebensstil wurde ihm dann auch zum Verhängnis. Die Empörung aus der Gesellschaft ist so groß, dass der damalige Bischof von Limburg zurücktritt. Das war genau heute vor 10 Jahren. Das Ende einer skandalträchtigen Amtszeit. Kurz vorher, 2012, besucht der Bischof übrigens noch ein Armviertel in Indien. Dorthin fliegt er natürlich First Class. Stellen Sie sich vor, ich wäre im Angesicht derer, die sich so auf den Besuch gefreut haben, die ich 4 Jahre vertrösten musste, bis ich endlich kommen konnte, eingeschlafen, weil ich übermüdet gewesen wäre. Ich glaube, das hätte keine Freude gefunden bei denen, die ich damals besucht habe. Ja, in der Holzklasse ruht das sanfte Bischofshaupt eben nicht so gut. Allerdings streitet der Protzbischof später den First-Class-Flug ab, sogar eidesstattlich. Für die größte Aufregung sorgt die von ihm gebaute luxuriöse Bischofsresidenz für am Ende rund 31 Millionen Euro. Daher auch der Titel Protzbischof. Sein Nachfolger Georg Betzing macht vieles anders und das Bistum stellt sich mit mehr Kontrolle von innen und außen komplett neu auf, sodass sowas wie mit Theberts von Elst nicht nochmal passiert. Bistumssprecher Stefan Schnelle musste damals die Krise kommunizieren. Heute ist ein Teil der Räume Museum und öffentlich zugänglich. Aus der einstigen Privatkapelle werden Live-Gottesdienste gesendet. Die elegante Bischofsluxusküche dient heute als Podest für die Kirchenkunst. Übrigens, das hier war mal ein Koi-Karpfenteich für schlappe 300.000 Euro. Ich glaube, dass das Bischofshaus nicht der eigentliche Grund auch für die Krise war, ja, sondern das ist so der Stein des Anstoßes und der Tropfen, der das Fass zum Übergelaufen hat. Die wirklichen Probleme sind, glaube ich, der Umgang mit Macht, der Umgang mit Vertrauen, verlorenes Vertrauen. Auch Andreas Feldmar erinnert sich an die Zusammenarbeit. Die Zeit mit Theberts von Elst war vor allem am Ende belastend, weil die Menschen sich nicht gut aufgehoben fühlten bei ihm, weil dann die Sache mit dem Bischofshaus an die Öffentlichkeit kam und man sich hintergangen fühlte. Da verliert man so ein bisschen den Glauben, gell? Also das ist ganz vielen so gegangen. Zu spät geboren, hätte im Mittelalter geboren werden müssen. Dann wäre das vielleicht sehr gut gewesen, aber nicht in der heutigen Zeit. Der ist homophob in jeglicher Form gewesen, der hat Gelder ausgegeben ohne Ende. Ich bin der Meinung, dass das eigentlich noch viel zu wenig Aufsehen erregt hat für das, was der getrieben hat. Und wo ist der jetzt abgeblieben? Hier, er arbeitet im Vatikan. Seit 2012 gehört Theberts von Elst dem Leistungsteam des Päpstlichen Rates an. Theberts von Elst hat sich ja immer auch als Opfer gesehen und es gibt eben starke Stimmen in Rom, die das auch so deuten würden, dass er eben im Grunde Opfer einer kirchenfeindlichen öffentlichen Kampagne geworden ist, der Zeitung, der Bild-Zeitung damals hier in Deutschland, und dass man denn von daher eben auch die Reihen geschlossen hat und gesagt haben, nein, also wir schützen ihn, wir stützen ihn, wir lassen ihn nicht im Regen stehen, sondern wir behandeln ihn eben auch gut und geben ihm weiterhin Arbeit in der Kirchenzentrale. Ach, toll, diese katholische Kirche. Franz-Peter Theberts von Elst, Wasser predigen und Wein trinken. Bilder sagen manchmal mehr als Worte. Was sagt ihr zu dem Ganzen? Schreibt's uns in die Kommentare und lasst uns gerne ein Abo da.